Emilie Mediz-Pelikan ist bereits auf der Eröffnungsausstellung der Sezession zu sehen, gemeinsam mit ihrem Mann Karl Mediz. (1903) haben beide eine große Ausstellung im Hagenbund, die ausschließlich ihnen gewidmet ist, eine Ausstellung, die sehr großen Erfolg hat. Und auf dieser Ausstellung wird auch bereits von der Österreichischen Galerie ein Bild von Emilie Mediz-Pelikan angekauft, und zwar die Kastanien, die Sie im Hintergrund sehen. Karl Mediz und Emilie Mediz-Pelikan suchen beide um Aufnahme in den Hagenbund an. Karls Ansuchen wird sofort stattgegeben, Emilies Ansuchen wird abgelehnt. Was Ihre uns ebenso werte Frau Gemahlin anlangt, so ist es leider bei den Statutenberatungen nicht möglich gewesen, durchzusetzen, dass auch Frauen ordentliche Mitglieder werden können. Es war immer der größte Teil dagegen. Man dachte eben daran, dass naturgemäß dann einige der in Wien lebenden Frauenmaler uns keine Ruhe gelassen hätten. Und dem wollte man ausweichen. So heißt es also in den Statuten, dass Frauen nur Ehrenmitglieder sein können. Die Kastanien werden auch sofort in den ersten Katalog der Österreichischen Galerie 1903 aufgenommen und auch repräsentativ in den Räumen gezeigt. Emilie Mediz-Pelikan stellt laufend aus, unter anderem auch als Gast der 8 Künstlerinnen. Die 8 Künstlerinnen und ihre Gäste waren die allererste Frauenvereinigung, die von Künstlerinnen gegründet wurde. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Teresa Fedorow-Maries, Olga Wiesinger-Florian und Marie Egner, aber auch weniger bekannte Namen wie beispielsweise Eugenie Breithut-Munk, deren Werke aber bis heute ganz prominent am MAC auf der Fassade zu sehen sind.